Herzlich willkommen hier im VIP-Zelt nach dem Spiel des FC Würzburger Kickers gegen den FC Energie Cottbus 2:2. Die Trainerstimmen haben Sie gerade eben gehört. Wir begrüßen heute bei uns auf dem Podium Gerhard Kieslinger. Er ist beim DFB zuständig, unter anderem für die Stadionsicherheit. Herzlich willkommen hier in Würzburg. Erster Eindruck, Sie haben, glaube ich, die Arena vor 4-5 Monaten gesehen. Und wie sie heute dasteht, ich glaube, drittligawürdig schon. Auf jeden Fall drittligawürdig, weil sonst hätte man es nicht freigegeben. Aber es war natürlich eine schwere Geburt, muss man ehrlich sagen. Aber auch hier von Seiten des Verbandes als DFB kann ich auch ein großes Lob an alle Beteiligten aussprechen. Weil dieser Schritt von der Regionalliga eben in die dritte Liga ist nicht nur ein sportlicher Schritt und ein wirtschaftlicher Schritt, sondern auch ein infrastruktureller Schritt. Und der ist hier auch ganz gut umgesetzt worden. Ich hoffe, dass der Verein diesen Rückenwind mitnimmt und sich auch in dem Bereich positiv weiterentwickelt. Denn ich muss auch und darf das auch nochmal sagen, dass der Stadionsprecher diese Ansage verbunden mit dieser Schweigeminute wirklich toll und wirklich feinfühlig umgesetzt hat. Und das wollte ich auch nochmal von Seiten des Verbandes sagen, den Respekt von meiner Seite. Sie kennen jetzt ja relativ viele Stadien wahrscheinlich in Deutschland. Wo würden Sie denn die Würzburger gerade einordnen auf dieser Tabelle der 56 Profiklubs? Also da der DFB immer neutral ist, sage ich auf jeden Fall Drittliga-Standard. Und hier sind die handelnden Personen sehr ambitioniert. Hier gibt es ja auch einen Zeitplan. Ich denke mal, in 3, 4, 5 Jahren schaut vielleicht das Stadion oder ein anderes Stadion sicherlich anders aus als wie das jetzige. Die Botschaft haben wir mitgenommen. Sie müssen gleich zum Zug, haben Sie gesagt. Zum Spiel noch 2 Sätze, 2:2. Und ich glaube, wenn es 3:2 für die Würzburger ausgegangen wäre, wäre auch nicht das verkehrte Bild gewesen, vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit. Sicherlich richtig. Ich denke, erste Halbzeit ein bisschen verschlafen. Zweite Halbzeit genau andere Mannschaftsauftritt und sehr positiv verkauft. Aber ich glaube, beide können mit dem 2:2 gut leben. Cottbus hat sich, glaube ich, hier auch gut und teuer verkauft. Und ich denke, Würzburg ist sportlich auf jeden Fall in der dritten Liga angekommen. Bei uns ist noch der Mann für die Anlagen des FC Würzburger Kickers, Vorstand Anlagen, Sebastian. Ihr zwei seid im steten Austausch, habt sicherlich ganz, ganz viel telefoniert in dieser Vorbereitungsphase für die dritte Liga in Würzburg. Inwieweit ist man da ständig im Austausch? Na gut, momentan geht es eigentlich. Ne? Wir sind ja soweit auf dem Laufenden. Zu Beginn beim Umbau waren wir täglich im Austausch. War sehr viel Arbeit, stand sehr viel an für alle. War auch für den DFB nicht einfach. Kamen dann 1, 2 Sondersitzungen. Aber ich glaube, wir haben das alles zusammen gut hinbekommen. Sportlich schaut es auch nicht schlecht aus. Und schade, dass wir heute den Dreier nicht eingefahren haben zu Hause. Aber ich denke, wir kommen gut zurecht. Der DFB ist mit uns zufrieden, wir mit dem DFB. Und geht alles in einem Einklang. Ne? Ja. Heute gab es eine nette Aktion in der Tageszeitung und auch sonst. Unterstützer für Würzburg. Wir sagen schon mal Tschüss, er muss zum Zug. Viel Spaß. Vielen Dank. Sebastian, ist das auch so ein bisschen Rückenwind, dass sich jetzt Unternehmen, auch wenn sie nicht direkt Sponsor der Kickers sind, sagen, da geht was und wir wollen jetzt noch ein Stück mehr? Ja, auf jeden Fall. Ne? Wir wollen mehr. Es stehen auch wichtige Entscheidungen an im Bereich der Stadt. Wir hoffen hier auf positives Feedback. Man sieht, wie viele Leute mitgemacht haben. Ganz tolle Aktion. Nicht nur Würzburg, auch die Region, ein großes Einzugsgebiet für Würzburg, um Würzburg herum. Wir hoffen, dass wir da viel Unterstützung noch haben, dass die Stadt uns da zur Seite steht. Ist eine ganz wichtige Sache für uns, weißt du selbst. Und wie gesagt, wir hoffen auf positiven Bescheid und schauen mal, wie es ausgeht. Ich denke positiv für uns. Ein Blick noch aus in die nächste Woche. Kiel an, heute glaube ich ordentliches Spiel geliefert. Da kann auch keiner irgendwie traurig nach Hause gehen, weil fußballerisch war es zweite Halbzeit, glaube ich, ein sehr, sehr schönes, unterhaltsames Spiel. Kiel jetzt? Fußballerisch unterhaltsames Spiel, zweite Halbzeit. Haben wir Gas gegeben, war okay, hätten heute wie gesagt den Dreier verdient. In Kiel fahren wir den Dreier wieder ein, auswärts sind wir ja stärker. Ne? Und zu Hause freuen wir uns natürlich auf Magdeburg mit euch allen zusammen. Aufsteigerduell gibt ein heißer Fight, Magdeburg oben dabei und ich denke, wir schauen positiv in die Zukunft. Schönes Schlusswort, vielen Dank. Sebastian, wir sehen uns wieder. Er hat schon gesagt, für diejenigen, die die weite Reise in den hohen Norden andrehen, entweder nächste Woche, dann am Samstag in Kiel oder in 14 Tagen hier gegen den FC Magdeburg. Machen Sie es gut, schöne Zeit hier noch und bis bald. Schönen Abend noch.